Er ist wieder da, Waldhofs wiedergenesene Nummer 1, Jan-Christoph Bartels, spielt für seinen Vertreter Lucien Havreluk, der sich am Freitag im Training den Finger ausgekugelt hatte. Bartels freudig begrüßt von mehr als 7000 Fans in der stimmungsvollen Karl-Benz-Arena. Torhüter Rochade auch bei den Freiburgern Niklas Sauter steht nach Knieoperation für den Finnen Jasu Jantunen im Kasten. Zweite Minute, Freistoß Waldhof in Blau mit Fridolin Wagner. Mannheim mit sauberem Spielaufbau und mit Samuel Abifadeh, der zeigt Überblick und Laurent Jans gleich mal mit der ersten Klasse-Chance. Niklas Sauter, 20 Jahre, Eigengewächs der Freiburger im ersten Probelauf bei seinem Comeback. Der gebürtige Konstanzer mit Mühe im Nachfassen. Nur zwei Minuten später, die Mannheimer gleich mal Herr im Haus, setzen druckvoll nach. Kelvin Arase, prima Schussposition, aber noch geblockt von Verteidiger Jordi Makengo. Die Waldhöfer Heimbilanz bislang ausbaufähig, nur ein Sieg in drei Spielen für Rüdiger Rehms Team. Nächste Möglichkeit jetzt für die dominanten Nordbadener. Eckball, Charles Jesaja Herrmann und Julian Riedmanns Direktabnahme gerade noch zur nächsten Ecke geklärt. Der Ex-Magdeburger, einer der vielen jungen Spieler, die im Sommer neu nach Mannheim kamen. 30 Minuten gespielt, weiter keine Tore im badischen Duell, die Stimmung trotzdem bestens. Freiburgs Zweitvertretung. Bis dahin nur zäh fließend im Spiel, endlich mal frisch, forsch mit Makengo. Wagner ist rechtzeitig da, köpft zur Ecke. Mika Bauer und die Breisgauer zum ersten Mal richtig gefährlich vor dem Kasten von Rückkehrer Bartels. Charles Jesaja Herrmann klärt vor dem einschussbereiten Joel Bixel. Da hat nicht viel gefehlt. Thomas Stamms, Sportclub, angekommen im Spiel. Viel Tempo jetzt in dieser Partie. Konter Mannheim. Mit Samuel Abifadeh. Der ist schnell, richtig schnell. Wird aber von Mika Bauer doch noch abgelaufen. Klasse Aktion von Bauer. Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Bauer. Nächster Eckball, Freiburg kann sich zunächst befreien. Der Ball landet aber wieder bei Charles Jesaja Herrmann. Der sieht Fridolin Wagner, Tor für Mannheim. Das 1:0, 33. Spielminute. Verdiente Führung für die technisch perfekte Direktabnahme von Fridolin Wagner. Klasse gemacht. Keine Chance für Sauter. Und so emotional reagiert draußen an der Linie Rüdiger Rehm. Freiburg muss jetzt reagieren, muss agieren und tut das auch. Unglückliche Kerze von Riedmann. Da ist Al-Gadoui und da ist der Ausgleich. 1:1, nur drei Minuten nach der Mannheimer Führung. Hamadi Al-Gadoui, Freiburgs neuer Stürmer-Routinier, mit seinem ersten Saisontreffer. Ganz clever gemacht vom früheren Stuttgarter. Schlechte Kommunikation in der Waldhofabwehr zwischen Bartels und Sechelmann. Und natürlich Frust bei deren Coach Rüdiger Rehm. 1:1 zur Pause. Freiburgs Torhüter-Comebacker Niklas Sauter häufiger im Blickpunkt als sein Mannheimer Kollege, als Jan-Christoph Bartels beim Wiedereinstieg. Zweite Hälfte. Mannheim erneut mit dem Anfangsschwung wie zu Beginn des Spiels. Niklas Sauter unglücklich, ganz unglücklich in die Füße der Kurpfälzer. Samuel Abifadeh und Kelvin Arases Kopfball eröffnet die heiß umkämpften nächsten 45 Minuten. Weiter 1:1, die jungen Freiburger stecken nicht zurück. Nächste Möglichkeit, diesmal für die Breisgauer, Neuzugang Ryan Johansson. Bodenübung Jan-Christoph Bartels. Johansson aus Sevilla gekommen, früher in der Bayern-Jugend. Thomas Stamms Team zuletzt Auswärtsjahr mit dem Dreier in Bielefeld. Die Gastgeber aber, die lassen zu Beginn der Schlussviertelstunde nicht locker. Freiburgs Philipp Fahner mit
diesem Harakiri-Pass genau auf Abifade und dann kommt Kenny Okpala an den Ball. Kenny Okpala, Tor! 2:1 Mannheim, erneute Führung, Kenny Okpalas erstes Drittligator. Der 18-Jährige zur Pause eingewechselt, erst seit einigen Wochen Profi. Was für eine wunderbare Fußballgeschichte. Und wie wunderbar er sich da durchwühlte, Okpala, zum erfolgreichen Torschuss. Super gemacht. Erneute Führung Mannheim, aber noch ist hier nichts entschieden. Freiburgs Talentschuppen jetzt lang und weit unterwegs. Bartels patzt. Nachschuss Maximilian Bräunig. Was ein Glück für Keeper Jan-Christoph Bartels und die Waldhöfer. Kurz vor Spielende. Bräunig mit dem Ausgleich auf dem Schlappen. Die Nachspielzeit. Kontermöglichkeit Mannheim. Freiburg ist natürlich aufgerückt. Der eingewechselten Jalen Hawkins schaltet die höchste Drehzahl. Geht auf und davon Jalen Hawkins unaufhaltsam zum 3:1 für den SV Waldhof. Das ist natürlich jetzt die Entscheidung. Der US-Amerikaner Hawkins, im Sommer aus Ingolstadt geholt. Auch er mit seinem ersten Tor für Mannheim. Endstand im badischen Duell 3:1.